hallo und willkommen zurück direkt hier in dem Kampf auf dem offenen Feld, wo ich jetzt erstmal mit dem Herbert mal unsere letzten Opfer hier verarzte. So, gut, dass ich zwei Engineer dabei habe. Gucken wir noch mal, ob wir ihm das jetzt nicht zurückgeben können. Ah, den zu verfehlen ist, glaube ich, keine Option. Aber wir brauchen 8 Schüsse. Ja, 8 Schüsse aus 1 Meter Entfernung. Oh Mann. Nun gut, müssen wir uns unbedingt merken, dass da noch einer steht, den wir jetzt gleich ausschalten müssen. Oh, was jetzt? Oh nein. Oh nein. See. That'll make it tougher to spot the enemy until the storm blows over. Yes, but the same applies to the enemy. Okay. Now is our chance to advance undetected. Hiding within the sandstorm is a valid tactic when crossing ground with no natural cover. Good idea. Thanks, Ethan. Gut, jetzt kommt also noch ein Sandsturm. Yay. Das brauche ich jetzt, einen Sandsturm. Das heißt, jetzt kann ich schon mal vergessen, dass unsere Anti-Tank-Trooper mir noch ein bisschen Unterstützung bringen. Gut. Haben wir den letzten Panzer eben selber weg. Das hätten wir. So. Die sind jetzt erstmal recht sicher. Aber ich bewege mal meinen Sniper hier ein bisschen nach oben. Ah. Oh Gott, da hinten sehen wir ja gar nichts. So. Damit hätten wir den Sniper. Okay, nach unten kann ich mich nicht mehr bewegen. Gut, dann bewege ich mal die Alicia ein bisschen nach vorne. Mensch, dieser Sandsturm ist ein echtes Problem. So. Und hier in Deckung gehen. So. Verdammt, hätte ich mal Facebook ausmachen müssen. Mache ich hier einen kurzen Schnitt. So, und damit willkommen zurück in der Action. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Gegner sich hier im Sandsturm schlägt. Die sind ja immerhin schon ganz schön zurückgezogen. Ein Panzer haben sie noch. Wom, 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 wom. Damage minimal. Gut. Da ist auch noch irgendwas. So, mal schauen, wie wir das erwischen. Oh, da kommt noch ein Sniper. Schieß drauf, schieß. Yay. Keine Lust, dass ich jetzt noch jemanden an den Sniper verliere. Aber der hat ja irgendwie fast nur Sniper, der Gegner. Das Wetter ist besser. Diese Musik hier. Okay, so weit, so gut. Und das heißt, den Panzer da hinten wegbringen. Ja, wir könnten fast auf das Heck mal zielen. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Falls wir hier so einen Sniper noch verwenden wollen. Einen Sniper, sag ich, so einen Anti-Tank-Trooper.
Aber... erstmal ihn hier weg. Okay, okay, I'm firing. I'm tired. Okay. Probieren wir das Ganze doch mal einfach mal. Bewegen wir mal den Lago ein bisschen nach vorne. Ah, okay, von hier aus passt's. Uiuiui, das ist aber eine ganz schöne Entfernung. Irgendwie glaube ich sogar fast zu weit. Da rechts läuft aber auch noch irgendwie jemand bei denen im Gelände rum. Ich guck mal fast, ob ich vielleicht mit der Alicia da hinkomme. Okay. Enemy unit spotted. Oh, oh. Yay! Ist anscheinend auch ein Special-Soldat gewesen von denen. Okay, bleiben wir lieber hier in der Deckung. Oh mein Gott. Da sind wir sonst ein bisschen sehr nah dran. Gucken wir mal, ob wir mit dem Sniper noch ein bisschen was erreichen. Sind wir ja schon fast hinten dran. Wow, ist der verzogen. Naja, okay. Und der Panzer qualmt noch ein bisschen. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Zug verwenden, um ihn zu reparieren. So. Perfekt. Und da drüben ist noch ein roter. Okay, wir haben entweder die Wahl, dass wir auf den Panzer schießen. Kriegen wir den ja vielleicht auch weg. Hm. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Yay. Das war wichtig. So, lass mal den so stehen. So steht er gut. Ach shit, das ist der Herbert hinten. Völlig ungeschützt. Okay, aber die haben auch nicht mehr viel. Sobald wir den Panzer weg haben und den letzten von diesen Shocktroopern da hinten, hat er eigentlich gar nichts mehr. Oh, oh, ich hoffe, der fährt nicht zur... Ah, alles klar. Nicht zur Alicia. Oder doch? Hä? Okay. Warum auch immer er sich dann neu positioniert hat. Ja, ich glaube, jetzt geht's unserem... Nein! Puh. Herbert an den Kragen. Naja, ja. Das war's jetzt, glaube ich, für ihn. Die schießen aber auch verdammt gut, muss ich sagen. Gut, den müssen wir gleich dann nochmal retten. Oh nein, Sandsturm. Okay. Da können wir nicht drüber. Müssen wir wirklich hier außen rumfahren. Diese kleinen Hubbel hier. Und das behindert den Panzer so sehr. Ah. Gut, einen Schuss braucht er noch, der Gute. Here we go.
Aber jetzt haben wir es doch gleich. Besonders war es jetzt mit den Panzern. Okay. Jetzt sollten wir unbedingt hier einen von den Scouts nachschicken. Oh, die sind aber ganz schön weit weg. Ich weiß nicht, ob die da hinkommen. Müssen wir tatsächlich den Lago nehmen. Los, du schaffst es. Yay. Keiner wird zurückgelassen. Ja gut, dann schießen wir einfach mal so da hinten hin. Ha, ich habe ihn tatsächlich getroffen, oh Mann. Ansonsten treffe ich immer nichts, aber auf die Entfernung treffe ich dann den Shock Trooper. Okay, am besten, vielleicht kann man sogar die Runde direkt beenden. Nach vorne. Und den guten Mörser hier reinsetzen. Ha! Das war richtig effektiv. Okay. Jetzt nur noch die Alicia dran. Wenn wir mit der hier durchmarschieren, dann hat man's. Der letzte, der dort steht, ist ein Sniper. Der ist überhaupt kein Gegner für sie. Können wir das jetzt schon einnehmen? Nee, müssen wir den wirklich noch umnieten. Ergib dich! Ha! Perfekt! Damit haben wir es im Sandsturm sogar geschafft hier. Yay! Operation complete. We took their base. Perfekt, würde ich mal sagen. Was? Die? Ich war doch ultra schnell. Und wir haben sogar den Ace gefunden von denen. Also wirklich. Wow. Eine Special Sniper von denen. Die müssen wir uns wirklich gleich mal anschauen. Echt. Ein Beschiss hier. Ja, einmal ins Hauptquartier. Hier ist das Equipment. Schauen wir mal nach, was die so kann. Sniper waren ganz unten. Wow. Die hat zwar überhaupt keine Reichweite, aber sie macht einfach mal fast das Doppelte an Schaden. Und die trifft auch noch schlechter. Boah, super. Wer will denn sowas haben? Also ich weiß ja nicht. Aber was haben denn die anderen? Das heißt, es hat ja dann weniger Reichweite als... Naja, es hat ein bisschen mehr als die normalen Waffen von denen. Ich würde fast sagen, ich probiere es einfach mal aus und gebe ihr mal das Kurzreichweitengewehr. Wir müssen eh mal schauen, ob wir nicht vielleicht einer von denen mal... Ja, wir haben nämlich auch die hier. Mach mal quasi zwei von den Shock Troopern hier so zu Kurzreichweiten. So. Aber damit mache ich auch Schluss für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann weiter durch die Wüste geht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.